Wir haben es gerade gehört, Zettelinen. Wer also, stellt jetzt die Fragen? Bettina oder? Nein, okay, da können wir noch tauschen. Also Zettel-Ewald, Sie haben zwar keine Zettel, aber ich habe Sie beobachtet, Sie schreiben mit. Was schreiben Sie denn da auf? Das sage ich nicht. Aber sind das so kleine Gedächtnisstützen? Oder jetzt hier? Ja. Ja, das kann ich auch so machen. Das ist ohne. Nein, also ich habe dieses Mitschreiben, das ist ja eine uralt Geschichte, wo die mir am Anfang auf die Nerven gegangen ist, weil das war einfach nur albern. Ich meine, natürlich notiert man sich irgendetwas, denke ich mir mal. Aber hier habe ich noch nie gesehen, dass jemand was mitschreibt. Ja, das sind so, ich schreibe immer, wenn ich irgendwo auftrete, dann habe ich immer, egal ob es bei Sky ist oder bei Veranstaltungen, wo ich bin oder auf Kongressen, ich habe immer etwas zum Schreiben. Das ist für mich immer eine gute Erinnerung, weil ich visuell funktioniere. Das heißt, ich schreibe etwas auf, sehe es. Was Sie gerne sagen würden. Nee, nicht, was ich sagen würde. Nein. Was er gesagt hat. Auch nicht. Kann das gegen uns verwendet werden? Also, bitte? Kann das gegen uns verwendet werden? Das kommt drauf an, was Sie so sagen. Okay. Wenn Sie zu Wort kommen. Nein, also das hat nur etwas da. Das ist eine Angewohnheit. Das habe ich schon in der Schule gemacht und ich habe immer alles aufgeschrieben, was ich im Unterricht gehört habe und habe dadurch gelernt. Wenn mir jemand etwas sagt, vergesse ich. Also wenn er mir seinen Namen sagt, habe ich da vorne vergessen an der Ecke, auch eine Telefonnummer. Wenn ich es aufschreibe, nicht, weil ich es sofort vor mir habe. Das ist der Hintergrund. Und ich habe dann, irgendwann ist mir das auf die Nerven gegangen, weil ich da mit Zetteln rumlief, andere aber auch. Und ich habe dann immer gesagt, naja, wie machst du das denn als Journalist? Und? Wenn du dir was aufschreiben willst. Wie machst du das? Auf die Handfläche oder? Also du hast ja auch einen Zettel dabei, also... Aber irgendwann mal war ich in der Schublade und ist mir auch egal jetzt. Ja. Wir haben ja in Bremen, wenn es heißt, Sie kommen, können Sie sich vorstellen, alle ein bisschen schlechtes Gewissen, weil Sie eine Erinnerung haben, die nicht so schön ist. Wir haben sie auch gerade gesehen. Das hat so mit Bremen nichts zu tun. Naja, aber es ist hier passiert. Und hat sich der Mann eigentlich, Norbert Siegmann, bei Ihnen entschuldigt? Also ich muss da was klarstellen, das hätte in jeder Stadt passieren können. Bremen, Werder Bremen ist einer der Vereine, die ich am meisten mag in meiner ganzen Karriere. Das ist erstmal schön. Damit versuche ich mich nicht anzubiedern, sondern sie haben einfach über lange, lange Jahre einen tollen Fußball gespielt. Und das, was mir damals passiert ist, das hätte jedem anderen auch passieren können. Das war Zufall. Weil zu der Zeit, in den 70er, 80er bis zum Anfang der 80er Jahre, haben Abwehrspieler so gespielt. Du bist wirklich verfolgt worden. Und man hat versucht, bei der Ballannahme dich zu treffen, zu verhindern, dass wir in Ballbesitz kommen. Hat ein bisschen was damit zu tun gehabt, dass wir damals noch sehr viele dribbelstarke, schnelle Stürmer hatten, die heute nicht mehr ganz so zahlreich vertreten sind. Weil sie nicht so mannschaftsdienlich angeblich spielen, ne? Ja, das weiß ich nicht. Ich glaube, das ist auch was mit der Ausbildung zu tun hat. Wir sind damals, haben wir auf der Straße Fußball spielen. Es gab unglaublich viele Straßenfußballer, gute Dribbler. Und es hat auch Gründe gegeben, warum es für die Abwehrspieler damals besser war, wenn wir nicht in Ballbesitz gekommen sind. Aber was damals passiert ist, das hätte an jedem Wochenende passieren können. Man wurde einfach von hinten in die Knochen gegrätscht. Ja. Ich habe auch mal Kollegen, Ex-Kollegen von Ihnen gehört, die gesagt haben, wir haben die Leute regelrecht kaputt getreten. Ja, das stimmt. Und es hat viele Verletzungen gegeben, die viel schlimmer waren als meine. Deswegen sage ich das. Die aber nicht so spektakulär waren. Man hat sie nicht gesehen. Wenn du jetzt Kreuzbänder kaputt hast oder wenn es nicht gerade ein offener Bruch ist, das sieht man nicht. Aber das konnte man jetzt sehen. Aber es war eine komplett harmlose Verletzung. Ich lasse Sie auch gleich mit diesem Thema wieder. Aber hat sich der Mann eigentlich bei Ihnen entschuldigt, der Verteidiger? Ja, natürlich. Der hat mir einen Brief geschrieben, der Norbert, und hat gesagt, das war nicht seine Absicht. Klar ist es nicht seine Absicht, aber man geht ja nicht auf den Platz und sagt, ich schlitze ihm jetzt den Oberschenkel auf. Aber wenn ich mit hohen und gestrecktem Bein in jemanden hineinfliege, dann ist es banal zu sagen, das habe ich nicht gewollt. So als wenn ich mit 100 durch die geschlossene Ortschaft fahre. Da will ich auch keinen Tod fahren. Aber ich habe es nicht mehr unter Kontrolle. Und deswegen habe ich damals gesagt, wir haben gesagt, er hat einen tollen Anwalt, das ist fahrlässige Körperverletzung. Aber das ist eine andere Geschichte, das kann man nachlesen. Das ist eine irrsinnige Geschichte. Damals war es wirklich, hat keinen interessiert. Die haben einfach gesagt, der Staatsanwalt hat gesagt, wir haben Ich habe einen Antrag gestellt auf Schadensersatz? Nein, nicht Schadensersatz, eben nicht auf Privatklage, sondern dass der Staatsanwalt, dass er ein öffentliches Interesse feststellen soll. Und der hat gesagt, es gibt kein öffentliches Interesse. Wenn du Fußball spielst, musst du damit rechnen, schwer verletzt werden. Berufsrisiko. Ist ein Berufsrisiko. Der Boxer, der dement ist hinterher, braucht sich auch nicht beschweren. Also damit, das war desaströs. Das war übrigens ein Bremer Staatsanwalt.
Und der Oberstaatsanwalt auch noch, der hat dann gesagt, naja, also uninteressant. Das heißt, Fußballsport damals wurde verglichen mit dem Boxsport, wo ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass das Ziel des Fußballspielens darin bestehen könnte, jemanden kampfunfähig zu treten. Aber das hat der Staatsanwalt im Grunde genommen damit höchstrichterlich bestätigt. Höchstrichterlich bestätigt. Das war desaströs und unverschämt. Wir haben gerade schon ganz vorsichtig hingewiesen, kann man alles nachlesen. Wir haben nämlich ein Buch geschrieben. Ich war schon immer ein Rebell, selber geschrieben, legen auch Wert drauf, dass Sie selber geschrieben haben und nicht einen Ghostwriter da zur Hilfe genommen haben. Und ich habe immer gedacht, das wäre so, wenn man Bücher schreibt. Ich kenne auch Ausnahmen von dieser Regel. Und da habe ich den schönen Satz entdeckt, Fußball war meine Ersatzfamilie. Was haben Sie denn dort gefunden, was Sie zu Hause vermisst haben? Ja, es ist so gewesen, dass meine Mutter früh gestorben ist. Ich war fast 12 Jahre alt und sie war schon 2 Jahre vorher schwer krank gewesen. Und mein Vater war ein toller Mensch, sehr friedliebend und respektvoll. Aber er wusste nicht, was er mit uns Kindern machen sollte. Er hat keine Vaterfigur selber erlebt. Er ist 1914 geboren. Sein Vater ist nach ein paar Monaten im Ersten Weltkrieg direkt gefallen. Er hatte keine Vater, er wusste nicht, wie wir sehen ihn gerade im Bild. Genau, er wusste nicht, was er mit uns Kindern machen sollte. Und als meine Mutter dann auch noch gestorben war, als sie gestorben war, dann fehlte so ein bisschen dieser emotionale Halt. Und dann habe ich angefangen, mir Anerkennung woanders zu suchen, über Schule, gute schulische Leistung. Ich habe mal alles aufgeschrieben, mache ich hier gleich auch. Ich werde dann zu Hause alles meiner Frau berichten, was sie so gesagt haben. Und durch Fußball halt, so gut Fußball spielen wie möglich. Und dort habe ich dann vieles gefunden, was für mich gut und schön war. Halt Aufmerksamkeit, Anerkennung, auch so eine Familie. Mein erster Jugendtrainer hat sich mit uns intensiv beschäftigt, hatte selbst zwei Kinder. Das war einfach toll. Ich habe mich dort zu Hause gefühlt. Das war wie eine Ersatzfamilie. Und als die weg war, weil sie aufhören mussten? Womit musste ich aufhören? Fußball zu spielen? Jetzt vor 2 Jahren, meinen Sie? Ein kleines bisschen länger, ja. Naja, gut, ich meine, als ich aufgehört habe, Fußball zu spielen, war ich 38,5. Sie waren ein bisschen jünger als Pizarro. Ja, gut, also wenn ich zu dem Zeitpunkt noch bedürftig bin und eine Ersatzfamilie brauche, dann habe ich in der Zwischenzeit vergessen, mich weiterzuentwickeln. Das ist eine tolle Antwort, weil ich Sie fragen wollte, wann merkt man, dass man erwachsen wird? Ja, in dem Moment, wenn man merkt, dass man sich nicht zurückziehen sollte und kann auf etwas, was man in der Kindheit erlebt hat, sondern selbst das Heft des Handelns in der Hand hat und dass ich mein Leben bestimmen kann und dass für mich der Sinn des Lebens auch darin, nicht zuletzt darin besteht, sich selbst weiterzuentwickeln auf allen möglichen Ebenen. Und das habe ich versucht im Laufe der Jahre und deswegen habe ich mich auch wohlgefühlt. Das heißt, wenn man nicht mehr sagt, meine Mama und mein Papa sind dran schuld, dass ich jetzt so bin, wie ich bin und dass ich unter etwas ganz Bestimmten leide, ich bin verantwortlich. Absolut. Also wenn ich das lange mache, dann werde ich nicht erwachsen. Hm. Haben Sie das Ihren Kindern auch vermitteln können? Dieses, auch egal was du erlebt hast mit uns, du bist jetzt verantwortlich? Die haben ja nichts Schlimmes erlebt mit uns. Ganz sicher? Ganz sicher. Der Vater war aber nicht sehr oft da. Wie bitte? Der Vater war nicht sehr oft da. Das kann ein Vorteil sein, in meinem Fall nicht. wenn ich zu Hause war, also ich war eigentlich immer da. Die Kinder sind 81, 82 geboren. Ich habe noch 10 Jahre länger gespielt, da ging das noch. Aber in der Duisburger Zeit, habe ich die in der ersten Mannschaft gespielt. In der zweiten Mannschaft war ich Trainer. Dann habe ich noch Spiele beobachtet, habe noch Trainingslager aus. Ich habe also so verschiedene Aufgaben gehabt. In der Zeit bin ich nicht ganz so häufig zu Hause gewesen. Aber wenn wir da waren, habe ich intensiv mich mit meinen Kindern beschäftigt. Ob ich alles richtig gemacht habe, weiß ich nicht. Aber ich habe eine gute Beziehung zu meinen Kindern und die wissen auch, dass sie sich um sich selbst zu kümmern haben. Das freut mich sehr. Sehr eigen als Fußballspieler. Sie haben zum Beispiel keine Autogramme gegeben. Haben das die Fußballfans, die Jungs verstanden, die da standen und was von ihnen wollten und sie mochten? Ja, nicht jeder hat das verstanden, logischerweise. Aber ich denke, dass es mehr verstanden haben,
als es nicht verstanden haben, weil ich es ihnen erklärt habe. Ich habe da gestanden, während meine Kollegen im Vorbeigehen mal eben ihren Carlotto gemacht haben, habe ich da manchmal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde gestanden und habe es ihnen erklärt und erklärt und erklärt. Und ich treffe heute, ich habe viele, viele Menschen aus der Zeit getroffen, die gesagt haben, du hast mir damals kein Autogramm gegeben, kannst du mir heute geben. Und machen Sie es dann? Ja, aber ich war noch nicht ganz zu Ende. Du hast mir damals kein Autogramm gegeben, aber ich habe dann angefangen, darüber nachzudenken. Und das hat mir sehr gut getan. Ich habe da was draus gelernt. Nämlich? Nämlich das, was ich auch wollte, dass es völlig oberflächlich ist, sich von irgendjemandem ein Autogramm zu holen. Also es gibt natürlich professionelle Autogrammsammler, die durch die Gegend laufen und zu einem halben Lebensinhalt machen. Eben draußen standen vor der Tür welche, die wollen ihre Sammlung voll haben. Und, sehr nett auch. Ja, sehr nett, absolut. Und das habe ich dann auch irgendwann mal gemacht mit den Leuten. Aber es ging es mir darum, diese Oberflächlichkeit in der Beurteilung von Menschen zu entlarven. Dass ich, also ich bin wichtig, für mich ist jeder Mensch wichtig. Und doch nicht nur deswegen, weil ich eine Leistung in einem Sport bringe oder weil ich bekannt bin. Also es, jeder, der bekannt war, egal ob er Tagesschausprecher ist oder Schauspieler oder Fußballer, dann wollen bestimmte Leute Autogramme haben. Und die Eltern haben es den Kindern vermittelt. Ich konnte das schon unterscheiden. Ob jetzt jemand professioneller Autogrammsammler war oder ob ein Eltern irgendjemand geschickt hat, holte man ein Autogramm von dem. Dann standen nämlich kleine Steppkes vor mir, die gar nicht wussten, mit wem sie es zu tun haben. Ja. So, und dann sehe ich aus dem Augenblick, der da hinten steht, der hat sich selber nicht getraut, rüberzukommen. Und dann habe ich natürlich gesagt, na, was soll der Quatsch? Wer bin ich denn eigentlich? Ja, du bist so ein Fußballer, oder? Ja, mein Papa. Ich sage, ja, komm mal her, mein Lieber. Also, könntest du dir das leisten, Leuten das Autogramm zu verweigern? Es ist interessant, ich mache das. Also ich seit circa 15 Jahren jetzt gebe ich keine Autogramme, weil seit 15 ich dieses, Jahren. Ja, das Personenkult nicht mag. Also genau wie Sie sagen, also es gibt für mich Berufe wie zum Beispiel ein Chirurg, der rettet jeden Tag Menschenleben und ihm fragt man nicht für ein Autogramm, aber nur weil ich bei 3 nach 9 sitze und ein bisschen Gitarre, keine Ahnung, spiele, möchte ich nicht als was Besseres oder Wichtigeres oder Star gesehen werden. Und es ist für manche nicht verständlich, weil es so normal geworden ist, dass man jeder, der irgendwie in den Medien ist, um ein Autogramm bittet. Aber ich habe keine Autogrammkarten, gebe keine Autogramme. Und Selfies mache ich, weil Selfies macht man auch mit Familie und Freunde. Das heißt, dass da ist nicht diese Distanz zwischen Star und Fan. Aber genau, also ich kann das alles unterschreiben, was Sie sagen. Und, aber ich glaube, jeder muss für sich entscheiden, was das Richtige ist. Für mich ist es wichtig, einfach nicht als Star wahrgenommen zu werden. Auch wenn ich in einem Beruf bin, wo man manchmal über einen roten Teppich laufen muss, heißt das nicht für mich, dass ich mich deshalb im Kern verbiegen muss. Okay. Aber weißt du was? Gestatten Sie eine Zwischenfrage? Nein. Ich wollte gar keine Frage stellen. Ich wollte nur sagen, zu Paddy, als er neulich mal bei mir auf dem roten Sofa war, da bin ich morgens in den Sender gekommen, morgens. Die Sendung ist abends um 6:45. Da stand da schon eine Riesentraube von Frauen in allen Alters, wirklich von 17 bis 70 und warteten auf Paddy. Die haben den ganzen Tag da gestanden und gewartet. Und dann das Autogramm zu verweigern. Da habe ich dann zu ihm gesagt, sag mal, kannst du da nachher in der Sendung, habe ich gesagt, kannst du nachher nicht mal kurz anhalten? Die stehen da alle schon seit 8 Stunden. Und da hat er gesagt, okay, ich halte an. Und hat dann total nett da, also bestimmt eine halbe Stunde gestanden und Selfies gemacht und einfach, ne, aber das ist, ich finde, manchmal tun mir die Leute auch, das ist deren Lebensinhalt. Die warten da, das ist das Allergrößte, Selfie mit Paddy zu machen. So. Ja, das macht ja sein, deswegen aber, muss man nicht das alle... Das Schärfste ist wirklich, es gibt tatsächlich auch Veranstaltungen, wo die Leute vorher, wo Menschen vorher stehen und warten auf einen und die so einen Berg von Büchern dabei haben und dann ziehen sie, wenn man 20 Autogramme gegeben hat, noch ziehen sie noch 10 Umschläge raus und kann mir noch Karten schicken und die kennen einen gar nicht. Ja. Das passiert tatsächlich. Ja. Aber dann die kann, in einem Pulk stehen und sagen, wer ist das denn jetzt gewesen und so. Und das bestätigt eigentlich, was er gesagt hat. Also es geht ja nicht generell dagegen, von einer Person etwas haben zu wollen. Wenn ich für etwas stehe, du sie stehst für etwas,
du stehst für etwas. Und wenn bei uns in St. Pauli, wo ich jetzt tätig bin, da kommt niemand und sagt, schreib mal eben ein Autogramm. Die wissen, dass ich für bestimmte Dinge stehe. Das Autogramm von heute, also das Selfie ist das Autogramm von gestern, heutzutage. Sie wollen alle Selfies machen, aber das ist für mich was anderes, als wenn ich einfach nur ein Stück von jemandem haben will, egal was der macht, was der sagt, und was für eine Leistung er bringt oder was für einen Charakter er hat. So war das früher. Das war völlig egal. Das kann der letzte Hänger gewesen sein, der sich fürchterlich verhalten hat. Hauptsache, er war bekannt. Und das ist für mich eine völlig oberflächliche Sichtweise von Menschen. Ich gebe ein Beispiel. Ich habe ein paar Jahre auch im Ausland. Ich rede jetzt ein bisschen schnell, weil ich Angst habe, dass die dazwischen. Spanien, Rumänien waren Sie mal. Sie haben gesagt, man soll sich gerne einmischen. Sagen wir auch. Absolut. Ja. Aber nicht immer. Aber nicht immer. Eine Einschränkung gesagt. Nein, was ich sagen wollte, ist, dass ich habe einige Jahre im Ausland gelebt. Ich gebe mal ein gutes Beispiel in Spanien. Zwei, drei Jahre auf Teneriffa. Da kommt keiner mit und will von dir ein Autogramm haben. Dazu wären die viel zu stolz, weil sie selbst Vertrauen haben, selbst eine Persönlichkeit haben. Da kommt kein Mensch zum Training und will Autogramm haben. Ich kenne das seit langen Jahren. Wenn wir mit der Mannschaft irgendwo hingefahren sind, dann stehen am Hotel schon zig Leute. Wenn wir auf den Trainingsplatz gegangen sind, da standen manchmal 100 Leute. Du bist gar nicht mehr zum Trainieren gekommen. Und wenn du dann einen gesagt hast, jetzt ist Schluss, dann haben die einen Brief an den Präsident geschrieben. Ja, aber Herr Lien, ganz ehrlich, ohne diese ganzen Fans wären sie auch nicht Nein, da, das ist völlig Quatsch. Nein, und die Künstler auch nicht. Akzeptiere ich nicht. Es geht nicht. Es geht um das, was wir, zeigen und was wir leisten, nicht um das, was wir darstellen, aus meiner Sicht. Und wenn ich in anderen Ländern kommt gar kein Fan auf ein Trainingsgelände. In all den Spitzenclubs kommt noch nicht mal ein Journalist. Geschweige denn Fans auf die. Das finden Sie Turin, besser, wenn in Turin, so. Entschuldigung, bei Ronaldo, aber wie auch immer. Ja, was will ich sagen? Berlin. Da fragt niemand nach dem Autogramm. Und selbst wenn sie dich erkennen, ich stehe an der Straßenkreuzung in Spanien, da denke ich, naja gut, zum Glück kennen sie mich nicht. Dann gehen wir über die Straße und dann sagt der Mund, viel Glück am Wochenende. Das ist für mich ein normales, erwachsenes Verhalten im Umgang mit bekannten Leuten. Ich glaube, wir haben eine Vorstellung bekommen davon, warum Sie Ihr Buch genannt haben, ich war schon immer ein Rebell. Imponiert. Sagen Sie doch einen letzten Satz. Wird der HSV aufsteigen? Warum sollte ich mich jetzt dazu äußern? Ich wollte ehrlich gesagt nur sehen, wie Sie reagieren. Das sind